Der neue VW Touran erhielt neben der dezenten optischen Rundum-Aktualisierung vor allem auch eine gute Portion mehr Raumangebot. Dies ist auf das 13 cm Längenwachstum auf 4,53 m zurückzuführen. Gleichzeitig ist der Radstand um 11 cm gewachsen. Dementsprechend üppig geht es im Innenraum zu. Der Sitzkomfort ist zudem auf allen Plätzen ausgezeichnet. Und auch Verstellmöglichkeiten sowie Variabilität überzeugen. Die Einzelsitze hinten lassen sich in der Länge und in der Neigung verstellen. Das Umlegen ist simpel und die entstehende Ladefläche flach und bestens nutzbar. Das Ladevolumen reicht von 834 bis 1980 Liter. Auch der Beifahrersitz kann ab Ausstattungslevel Comfortline umgeklappt werden. Zudem sind zahlreiche gut nutzbare Ablagen im Fahrzeug zu finden. Das Cockpit gibt sich klar und übersichtlich, die Bedienung ist mühelos und weitgehend eindeutig. Auch das Sechsganggetriebe kann überzeugen, sowohl hinsichtlich Leichtgängigkeit als auch der Schaltanschlüsse. Als Basisdiesel fungiert ein 1,6 Liter Motor mit 115 PS, der über genug Kraft verfügt, um mit dem 1,5 Tonnen schweren Touran flüssig im Verkehr mitzuschwimmen. Alltagsverbrauchswerte um die 6 Liter sind realistisch. Wer häufig mit voller Zuladung unterwegs ist und auf sportliche Agilität nicht verzichten will, sollte auch die höheren Leistungsstufen in Betracht ziehen. Serienmäßig als Trendline kommt der Touran mit einer soliden Grundausstattung inklusive Klimaanlage, Kopf-Airbags für Front- und Fondpassagiere, Seiten-Airbags oder etwa CD-Radio mit 12,7 cm TFT-Bildschirm, aber insgesamt ohne nennenswerte Highlights. Wer damit zufrieden ist und den 110 PS Basisbenziner nimmt, kann um 25.690 Euro bestellen. Im Fall des 115 PS Basis-Dieselmotors um 27.820 Euro. Mehr Luxus und verschiedene Assistenzsysteme gibt es in den Komfort- und Highline-Versionen bzw. als Einzel- oder Paketextras. Da kommt man dann schnell in die 40.000 Euro Region, noch dazu mit der Auswahl einer stärkeren Motorisierung. Der neue Touran ist auch als Siebensitzer bestellbar. Bis auf die selbstbewusste Preisgestaltung und die vergleichsweise niedrigen Garantiezeiträume, nur 2 Jahre Neuwagengarantie, liefert der neue Touran jedoch eine überzeugende Vorstellung. Top Raumangebot, saubere Verarbeitung, einfache Bedienung, praktische Details und ein vernünftiger Verbrauch stehen ganz klar auf der Plusseite.